Vieles, allzu vieles ist vergessen von vielen, die es nicht vergessen sollten. Vieles ist nicht bekannt und bewusst, was bekannt und bewusst sein sollte. Vieles wird verdrängt, was als unbequeme und lästige Erinnerung wach werden könnte. Erinnerungen, die durch ein Vierteljahrhundert verblassten, sich änderten. Menschen, die sich in fast vergessene schwere Jahre zurücktasten. Gesichter, in denen Krieg, Bombenangriffe, die Mühsal des Überlebens zu lesen sind. Verstehen Sie sich selbst noch, damals eine Generation jünger? Einweihung eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus in Stuttgart. 25 Jahre nach dem Zusammenbruch, 30 Jahre nach dem ersten Bombenangriff, Jahre nach den großen Auftritten der Führer des NS-Staates in der Stadt der Auslandsdeutschen. Ein starkes Reich ersehen, muss an einem starken Geschlechte hängen. Adolf Hitler hat das Reich erlöst. Er ist heute für alle Deutschen in aller Welt der Inbegriff unseres Deutschtums. Deutschland lebt und wird leben, weil ein Adolf Hitler lebt. Zeit der Gewalt, aber auch der diabolisch geschickten Propaganda, Zeit der Verführung. Wer ist schuldig, wer nur verführt am Ende jenes Reiches? Nur wenige werden sich der Verführung widersetzen. Der Oberbürgermeister der Stadt, Karl Strölin, gehört zu diesen wenigen. Aber zunächst ist auch er überzeugter Gefolgsmann seines Führers. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, die ganze Stadt Stuttgart steht im Banner der großen Reichstagung der Auslandsdeutschen. Eine heiße Liebe zu Führer und Volk möge uns umschließen. Das ist unser Wunsch für diese Tage. Das ist mein Willkommengruß an die deutschen Volksgenossen aus aller Welt. Zeit der großen Worte. Wer hört schon auf den Inhalt? Ihr müsst mir vertrauen, dass ich alles tue, sinne und denke und arbeite und schöpfte, um das Beste zu tun. Wo es nicht geht, da waren eben dann die Mittel stärker wie mein Wille. Aber das muss schon ein Ende hin sein, wenn das der Fall sein soll. Denkt, wie ihr wieder stolz werden dürfte, das Deutsche. Denkt, wie ihr wieder Arbeit bekamt. Denkt, wie ihr wieder selbstbewusst wurdet und glücklich. Dank Gott, dass ihr jetzt wieder singen dürft. Deutschland, Deutschland! Über alles in der Welt. Die schönen Stuttgarter Tage gehen nun zu Ende. Ein Jahr später ist der Krieg da. Die Luftangriffe bis 1943 richten keinen allzu großen Schaden an. Die Stadt Stuttgart ist schwer zu finden. Künstlicher und echter Nebel nehmen die Sicht in die Talsohle. Seit 1943 aber verfehlt keiner der massiven Angriffe mehr sein Ziel. 53 Luftangriffe muss Stuttgart über sich ergehen lassen. Den ersten im August 1940, den letzten am 19. April 1945, zwei Tage vor der Übergabe. Von etwa 8.300 Bombern, die nach Stuttgart flogen, gingen 300 verloren mit 2.400 Mann Besatzung. Davon kamen 1.600 ums Leben. Der Flug dauert viele Stunden und ist bis zur letzten Sekunde voller Gefahren. Oft werden die Flugzeuge noch bei ihrer Landung von deutschen Jagdfliegern angegriffen. Die schwerfälligen Maschinen, angefüllt mit Sprit und Bomben, sind eine hochexplosive Zielscheibe. Ein Hauptmann der Pathfinder Force schrieb auf: Dieses schreckliche Gefühl der ungeschützten Einsamkeit.
Die Maschinengewehröffnungen, die Glaskuppeln und die weit geöffneten Bombentore machen den Menschen zur tödlichen Zielscheibe für feindliche Geschosse. Wir konnten meilenweit die Flak-Schrapnells sehen und wussten, dass wir durchfliegen würden. Wir sahen die feindlichen Jäger, die uns aus der Sonne heraus anflogen, und mussten doch auf unserem Kurs bleiben. Ich fühlte, wie sinnlos dieses ganze Geschäft war. Die Besatzung weiß, dass sie nicht militärische oder industrielle Ziele anfliegt. Sie wird eine Stadt bombardieren, ihre Wohnhäuser zerstören, Zivilisten töten. Die Methode hat Hitler erfunden. Man nennt sie Terrorangriff. Die Alliierten wollen damit die Deutschen demoralisieren. Eine verhängnisvolle Fehlentscheidung. Jedes Volk wehrt sich gegen Terror. Vom 25. bis zum 29. Juli 1944 greifen 1690 Bomber Stuttgart an. Sie werfen die Stadt in Trümmer. Der Oberbürgermeister schrieb auf: Ein fürchterlicher Sturm wütete, der Flammen und Glut immer wieder aufpeitschte. Um 4.30 Uhr musste Weisung zur Räumung des Rathauses gegeben werden. Durch einen Feuerregen gelangten wir mit knapper Not auf einer schmalen, noch freien Gasse in die Königstraße. Kaum hatten wir sie verlassen, stürzten auf beiden Seiten die Mauern zusammen. Entsetzlich war, was mir aus den verschiedenen Stadtteilen berichtet wurde. Und Reinhold Maier, später der erste Ministerpräsident nach dem Krieg, schreibt: 26. Juli, 1.30 Uhr bis 2 Uhr, war die Sterbestunde der geliebten, schönen Stadt Stuttgart. 4.562 Menschen sind durch Luftangriffe in der Stadt zugrunde gegangen. Vom alten Stuttgart blieben nur Ruinen. Ruinen einer großen Vergangenheit. Die württembergische Hauptstadt, oft im Widerstreit mit Ludwigsburg, hat sich immer wieder als Residenz behauptet. 1775 etwa gelang es den Stuttgartern, ihren Herzog Karl Eugen samt seiner neu gegründeten militärischen Pflanzschule, der späteren Karlsschule, endgültig in die Stadt zurückzuholen. Das kostete sie ein neues Schloss, 43 Eichen, sowie den Umbau einer Kaserne für seine Karlsschule. In der Chronik der Stadt gibt es viele berühmte Namen. Schiller, Hegel, Uhland, Hauff, Schwab und Eduard Mörike haben Stuttgart ihre Heimat genannt. 1886 eröffnet Robert Bosch in einem Hinterhaus seine Werkstatt. Schon 20 Jahre später ist aus der Werkstatt eine Fabrik geworden. Die Zeit der Motorisierung hat begonnen. Das erste Motorfahrzeug gibt es im Spätherbst des Jahres 1885 und das erste Automobil rumpelt ein Jahr später mit 18 Kilometer Stundengeschwindigkeit durch Cannstatt. Gottlieb Daimler hatte den Verbrennungsmotor erfunden. Bald steigen sogar die gekrönten Häupter aus den Kutschen in die Benzinkarossen um und pflegen auf ihren Spazierfahrten ein sportliches Image. Stuttgart 1912. Das Gordon-Bennett-Rennen. Zeit der Erfindungen, der Neuheiten, Zeit der Wettrennen und Weltausstellungen und ein neuer Begriff entsteht. Rekorde. Wird die Menschheit mächtiger? Ein Taumel der Freude erfasst alle. Die neue Technik, so scheint es, wird endlich die alten Probleme lösen. Beginnt nicht jetzt eine ganz neue Zeit? Diesen Rausch der Menschheit wird der Erste Weltkrieg jäh beenden. Vom Glück der neuen Macht wird nur die Angst vor dem Missbrauch der Macht übrig bleiben. Und an den alten Glanz werden nur die Schlösser erinnern. ...1933 bekommt Hitlers Partei in Württemberg weniger Stimmen als anderswo im Reich. Die Schwaben lieben die pathetischen, großsprecherischen Gesten nicht. Aber sie wollen nicht weniger national sein als andere. 21. März 1933. Der Tag von Potsdam wird auch in Stuttgart begangen. Reichswehr, Veteranen, SS und SA sehen sich gemeinsam in eine große Zukunft marschieren. Noch ahnen nur ganz wenige, dass 1933 der Untergang auch ihrer Stadt begonnen hat. Wir sind hier versammelt zur Einweihung dieser Kampfbahn. Wir wollen damit nicht nur einen Markstein setzen
in der Geschichte der Leibesübungen der Stadt Stuttgart, sondern wir wollen damit zugleich den Auftakt geben zu dem großen 15. Deutschen Turnfest. Juli 1933. Der Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Karl Strölin, ist wie viele ein überzeugter Nationalsozialist. Die nationale Idee hat ihn überzeugt, der Aufschwung der Wirtschaft, Hitlers persönliche Ausstrahlung. Gauleiter Murr wird dem Regime hörig bleiben, Strölin nicht. Er wird für Stuttgart gegen den Gauleiter auftreten und sich gefährlich exponieren. Diese Kampfbahn, die ich heute dem 15. Deutschen Turmfest übergebe, sie diene ausschließlich der Gesundung und Kräftigung unseres Volkes und seinem geistigen und sittlichen Wiederaufbau. Diesem unerschütterlichen Willen wollen wir Ausdruck geben durch den Ruf. Unser Führer Adolf Hitler, der Reichspräsident von Hindenburg und unser deutsches Vaterland, Sieg heil! 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 Erst viele Jahre nach dieser Feier sagt Strölin, er hätte die sichere Gewissheit gewonnen, Hitler führe die Deutschen zur Unfreiheit und zum Krieg. Er nimmt Kontakte zu Widerstandskreisen auf, im Krieg dann zum Landsmann Rommel. Er gerät zum Schluss in Widerspruch zum Regime und wird 1945 die Verteidigung der Stadt verhindern. Im März 1942 wird mit einem Staatsbegräbnis Robert Bosch geehrt, der 81-jährig in Stuttgart starb. Die NS-Prominenz, die zur Trauerfeier erscheint, ahnt nicht, dass Bosch wusste, wozu sein Angestellter Gördeler seine Geschäftsreisen benutzte, um den Widerstand zu organisieren. Bosch, der 1906 den 8-Stunden-Tag und bald schon die 5-Tage-Woche in seiner Fabrik eingeführt hatte, ist ein rechtschaffener Mann geblieben, auch unter der Diktatur. Er war nicht der Einzige im Schwabenland, der sich seiner Verantwortung im NS-Staat bewusst blieb. Spätherbst 1944. Die Stadt hat die schwersten Bombenangriffe hinter sich. Etwa 300 Menschen werden durch die Bomben noch umkommen. Vorwiegend Frauen und Kinder sind unter den Todesopfern des Luftkrieges. Strölin schreibt, erst eine spätere Zeit wird vollwürdigen können, was in diesen Jahren in dem ununterbrochenen Kampf um das nackte Leben geleistet worden ist. In diesem Endstadium des Krieges war in den angegriffenen Städten das Leben oft gefährlicher geworden als an den Fronten. Die Einnahme Stuttgarts durch die Franzosen hat eine Vorgeschichte. Am 23. November 1944 nimmt die 2. französische Panzerdivision Straßburg ein. Aber am 16. Dezember beginnt Hitlers letzter Großangriff, die Ardennenoffensive. Als auch vom Kolmarbogen und vom Saargebiet aus die deutschen Vorstöße unternehmen, arbeitet das amerikanische Oberkommando Pläne zur Räumung Straßburgs und des Elsass und zur Rücknahme der Front auf die Vogesen aus. De Gaulle erklärt kategorisch, Straßburg und das Elsass müssten aus nationalen Gründen auf jeden Fall gehalten werden. General de Lattres Truppen müssten in Straßburg bleiben. Die Lage der Franzosen in der Stadt ist nicht einfach. Der Versorgungsstrom der Amerikaner fließt in die Ardennen und die Deutschen sind nicht weit von der Stadt entfernt. Zu Weihnachten besucht de Gaulle die Truppen. Er fürchtet die Entmutigung seiner Soldaten. Am 16. Januar 1945 sind die Deutschen in den Ardennen zurückgeworfen. Am 2. Februar ist der Kolmarer Frontbogen begradigt. Vom 8. Februar bis 6. März kämpfen die Alliierten sich auf breiter Front zum Rhein vor. Am 7. März überschreiten die Amerikaner bei Remagen erstmals den Fluss. Aber am 21. März haben die Deutschen noch einen ausgedehnten Brückenkopf in der Pfalz und im Saarland. Das amerikanische Oberkommando weist den Franzosen den Schwarzwald als Operationsgebiet zu. De Lattre fürchtet, im schwierigen Berggelände nicht voranzukommen. Um eine strategisch günstige Position für eine Rheinüberquerung zu erreichen, beteiligen sich die Franzosen am Kampf gegen den Pfälzer Brückenkopf. Die Amerikaner, die nun schon an vielen Stellen den Rhein überschritten haben, sind an einem schnellen Vormarsch der Franzosen nicht interessiert. Sie fürchten die territorialen Forderungen de Gaulles und wollen nun, da der Sieg in greifbare Nähe gerückt ist, nicht noch teilen. Bei Oppenheim ist der südlichste Rheinübergang der Amerikaner.
Von hier aus stößt die 7. Panzerdivision unter General Patch nach Süden vor, in ein Gebiet, das die Franzosen gerne besetzen wollen. Die gut ausgerüstete Division kommt schnell voran. De Gaulle muss sich beeilen. Er schreibt: Hatten wir ein Stück deutschen Bodens in der Hand, dann konnte nichts ohne uns über Deutschlands Zukunft beschlossen werden. Am 1. April überschreiten die Franzosen den Rhein. De Gaulle hatte am 29. März an de Lattre telegrafiert: Mon cher General, Sie müssen den Rhein überschreiten, auch wenn die Amerikaner sich nicht dafür hergeben und Sie auf Kähnen übersetzen müssen. Die Amerikaner stellen nur ungern und wenig Hilfsmittel für den Brückenschlag zur Verfügung. Trotzdem gelingt es den Franzosen, innerhalb von 2 Tagen 3 Brücken zu bauen. In Speyer, in Germersheim, in Leimersheim. Die Truppen setzen ohne nennenswerte Luftunterstützung über. Am 4. April befinden sich 130.000 Franzosen mit 20.000 Fahrzeugen auf dem rechten Rheinufer. Noch am selben Tage wird Karlsruhe eingenommen. Die Franzosen halten sich nicht lange in der Stadt auf. Sie haben es eilig. Nach der Einnahme bleibt ein Trümmerhaufen zurück. Die Stadt war zuvor sturmreif gebombt worden. Das amerikanische Oberkommando sieht den schnellen Vormarsch der Franzosen mit Unbehagen. Es will die französischen Kräfte im Schwarzwald binden. Nach dem amerikanischen Plan sollen die Franzosen rechtsrheinisch nach Süden vorrücken. Die Amerikaner selber wollen durch das Neckartal in Richtung Stuttgart marschieren. Befehlsgemäß stoßen französische Einheiten auch im Schwarzwald vor und nehmen in der Folge Rastatt, Baden-Baden und Kehl. Entgegen den amerikanischen Befehlen haben aber andere Truppenteile schon vorher, am 7. April, Pforzheim eingenommen und befinden sich ebenfalls auf dem Weg nach Stuttgart. Je eiliger die Franzosen es haben, desto rücksichtsloser gehen sie naturgemäß auch da vor, wo es kaum oder nur wenig Widerstand gibt. So auch in Pforzheim. Unterdessen rücken die Amerikaner unaufhaltsam im Neckartal vor. Im Wettlauf mit den Franzosen hat die 7. Armee Anweisung, nicht nach Osten, sondern nach Süden durchzustoßen. Zwischen Heilbronn und Crailsheim werden sie jedoch von fanatisch kämpfenden SS-Truppen 14 Tage lang aufgehalten. Wer gewinnt den Wettlauf? Auch die Franzosen kommen im Schwarzwald nur langsam voran. Freudenstadt versperrt ihnen den südlichen Anmarschweg nach Stuttgart. Und Freudenstadt, der Straßenknotenpunkt, wird verteidigt. Die Franzosen schießen die Stadt in Brand. Die Fachwerkhäuser brennen wie Zunder. Viel bleibt von der Stadt nicht übrig. Aber der Weg nach Stuttgart ist jetzt frei. Auch über Pforzheim geht der Vormarsch. De Gaulle telegrafiert seinem General: Stuttgart erwartet sie, wenn auch nicht aus freien Stücken. Gleichzeitig nähern die Amerikaner sich der Stadt. Am 20. April, Hitlers Geburtstag, ist Stuttgart eingeschlossen, am 21. an die Franzosen übergeben. An diesem Tage besetzen die Amerikaner Bad Cannstatt. Vom Süden über Sillenbuch und Degerloch rücken die Franzosen in Stuttgart ein. Die Stadt wird auf Betreiben Strölins kampflos übergeben. Sie muss die bedingungslose Kapitulation akzeptieren. Was haben ihre Einwohner von Soldaten zu erwarten, die auf ihrem Vormarsch Hitlers Konzentrationslager gesehen haben? Fälle verbissener Verteidigung sind nicht bekannt. Die Dramatik dieser Aufnahmen stammt von den Regieanweisungen des französischen Berichterstatters.
Die Kampftruppen, denen Stuttgart übergeben wird, gehören zur französischen 3. Nordafrikanischen und 2. Marokkanischen Division. Von den ersten Tagen der Besetzung ist nicht viel Gutes zu berichten. Die Bevölkerung beneidet die Bad Cannstatter, die von den Amerikanern erheblich korrekter behandelt werden. Die Kriegsgefangenen, seit dem französischen Rheinübergang 110.000, werden von der französischen Wirtschaft zum Wiederaufbau gebraucht. Selbst Schwerverwundete aus den Lazaretten sollen nach Frankreich gebracht werden. Erst als der Nuntius in Paris, Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23., interveniert, wird das Schicksal der Kriegsgefangenen etwas erleichtert. Dennoch werden sie bis zu 6 Jahren in Frankreich arbeiten müssen, rechtlos, nach der bedingungslosen Kapitulation. Mit dem Sieg der Franzosen ist für Stuttgart der Krieg zu Ende. Aber der Hass, den der deutsche Überfall vor 6 Jahren entfesselte, wird noch lange dauern. Die Stadt bekommt auf Vorschlag Strölins einen neuen Oberbürgermeister, Dr. Arnulf Klett, einen jungen Anwalt, der sich trotz Diktatur für Rechtlose eingesetzt hat. Nach 25 Jahren erinnert sich der dienstälteste Chef einer deutschen Großstadt auf dem Trümmerberg an den Beginn seiner Laufbahn. Ich wurde dann auch auf Empfehlung von Strölin, der sich damals in der Richard-Wagner-Straße aufhielt, gerufen von den Franzosen, und zwar von maßgeblichen Offizieren der französischen Armee. Ich solle mich auch in dieses Haus in der Richard-Wagner-Straße begeben. Man hat mich dann gefragt, ob ich bereit sei, Bürgermeister zu werden. Und dann habe ich am nächsten Morgen, also am 24. April in der Frühe, im Entbindungsheim der Frau Meier in der Schönleinstraße die Amtsgeschäfte, wie man so schön sagt, übernommen. Es waren allerdings weniger Amtsgeschäfte als eben ganz unmittelbare erste Maßnahmen ohne bürokratische Vorgänge, um mit dieser Stadt nun wieder zu beginnen, in eine Aufwärtsentwicklung hineinzukommen. Was war Ihre erste Maßnahme? Wissen Sie es noch? Die erste Maßnahme, das weiß ich nicht. Ich habe mir jedenfalls eines gesagt. In diesen ersten Tagen und Wochen ist es entscheidend wichtig, dass man die Bevölkerung, die ja teilweise in diesen Stunden noch in den Bunkern ausharrte, weil sie nicht wusste, ob sie schon herauskommen kann. Teile waren natürlich herausgekommen, dass man dieser Bevölkerung die Lethargie nimmt und dass man ihr sagt, wir Schwaben fangen jetzt wieder an zu arbeiten. 67,8% der Wohngebäude sind beschädigt oder zerstört. Die Stuttgarter werden in 15 Jahren ihre Stadt wieder aufgebaut haben. 1945 glaubt daran niemand. Grotesken jener ersten Tage. Ein französischer Offizier lässt die Bürger MG-Nester bauen. Furcht vor dem Werwolf, jenem Widerstandsgespenst, das durch die Köpfe fanatischer Nazis und alliierter Offiziere spukte. Für die französischen Soldaten ist jeder Deutsche ein besiegter Hitler. Aber hier haben sie es mit Schwaben zu tun. Die Freude am Sieg ist nicht ungetrübt. Die Spannungen mit dem amerikanischen Verbündeten nehmen zu. De Gaulle, der sich nach den militärischen Erfolgen seiner neuen Armee auf den Spuren des größeren Generals wähnt, der Bonapartes Schlacht bei Ulm nach 140 Jahren noch einmal schlagen will, hat gegen den Willen der Amerikaner erreicht, dass wenigstens Stuttgart von den Franzosen eingenommen wurde. Jetzt stellt sich das Problem der Besetzung. Die Waffenbrüderschaft zwischen den Militärs droht am handfesten Gegensatz der politischen Interessen zu zerbrechen. Trotz des guten Willens der Soldaten, sich gegenseitig zu begreifen, die Ordensverleihungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Amerikaner die Franzosen nicht in Stuttgart haben wollen. Kampftruppen haben unter schwersten Entbehrungen einen Krieg geführt, der über Sein und Nichtsein eines französischen nationalen Selbstbewusstseins entschied.
Ausgerüstet und versorgt durch die Amerikaner, zusammengeholt aus allen Ecken eines geschlagenen Reiches, haben diese Soldaten Frankreichs Teil am Sieg. Sie wollen nicht nur Ruhm ernten. Wie behandelten die Franzosen die besiegten Deutschen? Ganz im Anfang, in den ersten Tagen, war die Situation für unsere Stuttgarter Mitbürger und vor allem auch für eine gewisse große Zahl von Mitbürgerinnen äußerst schwierig. Die Angehörigen dieser ersten Besatzungstruppen haben nicht dazu beigetragen, die Freude darüber, dass nun endlich das Dritte Reich zu Ende war, besonders zu steigern. Und ich möchte sagen, ich habe sehr energische Verhandlungen mit dem General Schwarz in den allerersten Tagen führen müssen, nachdem er mich zum Oberbürgermeister bestellt und als solchen eingesetzt hatte, um ihm klarzumachen, so wie in den ersten Tagen kann und darf es nicht weitergehen. Schon bald nach der Rheinüberquerung kommt de Gaulle zu seinen Truppen. Er fördert die nationalen Gefühle der Soldaten. Er zeichnet seine Offiziere aus. Er muss sie alle auf seiner Seite haben, denn er verlangt von ihnen, ihm zu gehorchen, anstatt den militärischen Oberbefehlshabern, den Amerikanern. Er weiß, Amerika und Russland wollen nicht mit Frankreich teilen. De Gaulle, der von Zentraleuropa mehr versteht als seine Verbündeten, ist von dem Anblick des besiegten Deutschland erschüttert. Das Gesicht, das Deutschland jetzt darbot, war in jedem Falle beklagenswert. Bei der Betrachtung der in Schutthaufen verwandelten Städte, bei der Durchfahrt durch zerstörte Dörfer, beim Anblick der Bevölkerung presste sich mir, dem Europäer, das Herz zusammen. So spürte ich inmitten der Ruinen, der Trauer, der Demütigungen, die nun über Deutschland gekommen waren, in mir Misstrauen und Härte schwinden. Ja, ich glaubte, Möglichkeiten der Verständigung zu erkennen, wie sie sich vorher niemals geboten hatten. Das gleiche Empfinden schien mir übrigens auch bei unseren Soldaten zutage zu treten. Der Odem der Rache, der sie zunächst erfüllt hatte, schwand umso mehr, je weiter sie auf dem verwüsteten Boden vordrangen. Auf der Ebene bei Ulm, auf der 1805 Napoleon die Österreicher zur Waffenstreckung zwang, bevor er die Schlacht bei Austerlitz gewann, treffen de Gaulle und sein Kriegsminister die französischen Truppen. General Patch, der Befehlshaber der amerikanischen 7. Armee, an deren Flanke die Franzosen kämpften, nimmt am Zeremoniell teil. Man befindet sich schließlich in der amerikanischen Besatzungszone. Sicherlich wussten die Amerikaner nicht, warum de Gaulle ausgerechnet hier seine Truppen treffen wollte. Umso besser versteht General de Lattre de Tassigny, der hier ausgezeichnet wird, seinen Chef. Es ist schließlich dasselbe Vorbild, das sie vor Augen haben. Und sie konnten, wenn schon nicht Austerlitz, doch zumindest Ulm erreichen. Allmählich beginnt Stuttgart wieder zu leben. Und da die Kirchen zerstört sind, müssen die Gottesdienste in den Ruinen stattfinden. Langsam erholen sich die Einwohner von der Lähmung und der Apathie, die die Katastrophe mit sich brachte. Die primitivsten Voraussetzungen zum Leben müssen erst wieder geschaffen werden. Man braucht Kleidung, ein Dach überm Kopf, etwas zum Essen. Kein Mensch denkt an ein neues Bewusstsein, an Ideologien, an neue Gesellschaftsformen. Es geht nur ums Überleben. Das Nachrichtenblatt der Militärregierung hat andere Sorgen. Es ordnet an, die deutsche Zivilbevölkerung hat Generale und Dienstwagen, die mit dem Zeichen der Generale versehen sind, zu grüßen. Das ehemalige Rathaus und die meisten historischen Bauten sind Trümmer, Fassadenreste ohne Funktion. Der berühmt gewordene Stuttgarter Bahnhof, 1911 entworfen, ein Beispiel an großzügiger Planung, erfüllt keine Aufgabe mehr. Die zerstörten Schienenstränge müssen erst wieder instand gesetzt werden.
Am 11. Mai 1945 fährt die erste Straßenbahn wieder. Pforzheim, dessen Gleisanlagen total zerstört sind, hat Stuttgart seine Triebwagen zur Verfügung gestellt. Aber die Straßen sind nicht wiederzuerkennen. Aus der Königstraße am Marquardt vorbei, auf den Friedrichsbau zu, in die Schlossstraße hinein. Links Postcheckamt und dahinter das Landesgewerbeamt. In diesen Monaten muss die Straßenbahn nicht nur Personen befördern. Sie hat eine zusätzliche Funktion erhalten, die Versorgung der Bevölkerung. Der Gaskessel in Gaisburg. Die Versorgung kam schneller in Gang als anderswo. Auch Wasser gibt es bald wieder überall. Mit der einzigen Brücke, die noch über den Neckar führt, ist auch die Wasserleitung heil geblieben. Genussmittel freilich wird es noch lange nicht geben. Und zu Beginn der Nachkriegszeit sind auch lebensnotwendige Dinge nur auf dem schwarzen Markt zu kaufen. Allmählich beginnt auch die Industrie wieder zu arbeiten. Die meisten Firmen müssen nicht nur unter schwierigsten Bedingungen anfangen, sie müssen vor allem ihre Produktion umstellen. Zuletzt haben sie nur Kriegsmaterial erzeugt. Unter genauer Kontrolle der Alliierten werden aus noch vorhandenen Einzelteilen Waren für friedliche Zwecke gefertigt. Es wird aber noch lange dauern, bis die Stuttgarter wieder für den eigenen Bedarf arbeiten dürfen. Wir waren ja die erste Stadt, die mit der Trümmerverwertung begonnen hat. Also das Zusammensammeln der Trümmer in Trümmerverwertungsanlagen transportieren, mit Kraftfahrzeugen vor allen Dingen, aber auch mit der sogenannten Trümmerbahn, und diese Trümmer wieder zu neuen Bausteinen fügen lassen. Das Rathaus konnte im alten Stil nicht wieder aufgebaut werden. Vieles kann nicht mehr aufgebaut werden. Stuttgart wird ein neues Gesicht bekommen. Die Lebensmittelversorgung ist hier wie überall in Deutschland das größte Problem. Die Franzosen, selbst in wirtschaftlich schwieriger Lage, beschlagnahmen die letzten Reserven der kriegsgeschädigten Stadt. So werden die wenigen Waren, die es für die Bevölkerung gibt, zur Kostbarkeit. Wenige Wochen nach Kriegsende probt der erste Zirkus wieder. Und die Zuschauer werden die Gewissheit haben, eine Vorstellung bis zum Ende sehen zu können, ohne Angst vor den Bombern. Für eine ganze Generation von Kindern ist es eine neue, eine unbekannte Welt. An wie wenigen und wie einfachen Dingen man damals seine Freude hatte. Das erste Bad im Neckar. Wie sehr ist diese Generation betrogen worden? Ihre Jugend bestand aus Unsicherheit, Krieg, Entbehrungen, Angst. Auch das wiedergeschenkte Leben ist voller Entbehrungen, aber die Angst ist gewichen. Die Franzosen, schon unter amerikanischem Druck Stuttgart zu räumen, wollen sich so rasch wie möglich etablieren. Die Comédie Française gibt ein Gastspiel in der Stadt. Die Soldaten richten sich häuslich ein.
Neben den Streichen des Capin gibt es auch ein Ballett. Und Yvette Chauviré, deren Grazilität später weltweiten Ruhm ernten wird, tanzt für die Armee. Die Marokkaner zeigen vor der Stadt den Amerikanern ihre Reitkünste. Derweil streiten sich die Befehlshaber um Stuttgart. Eisenhower schreibt an de Gaulle, ihm widerstrebe der Gedanke, die Materialversorgung der französischen Armee zu suspendieren, um nicht den beispielhaften Geist der Kameradschaft zu beeinträchtigen. Es ist eine kaum verhüllte Drohung. Die Entscheidung wird jetzt auf der politischen Ebene herbeigeführt. Anfang Juli werden die Grenzen der französischen Besatzungszonen festgelegt. Am 8. Juli ziehen die Franzosen mit militärischem Gepränge aus Stuttgart ab und die Amerikaner kommen. Damit beginnt ein neuer Abschnitt für die Stuttgarter. Die Versorgung wird einfacher, die Einquartierung schwieriger, die Ungewissheit über die Zukunft bleibt. Für die Franzosen aber ist mit diesem Abzug ein schwieriges Kapitel abgeschlossen. Die Besatzungszonen für Deutschland in den Grenzen von 1937 waren im Londoner Protokoll festgelegt worden. 3 Zonen für Russen, Engländer und Amerikaner. De Gaulle hatte am 12. August 1944 einen Plan für ein französisches Besatzungsgebiet vorgelegt, das Köln und Konstanz einschließen und dessen Ostgrenze etwa 30 Kilometer östlich des Rheins verlaufen und Anschluss an Österreich haben sollte. Die Amerikaner aber wollen nicht, dass die Autobahn zwischen Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, München durch französisches Gebiet führt. Schließlich kommt es zu der endgültigen Form der französischen Zone. Die Amerikaner und Engländer müssen etwa gleich große Teile abtreten. Die Südwestmetropole Stuttgart aber dürfen die Franzosen nicht behalten. Am 22. Juni 1945 hatten wir die Auflage von diesem Tag ab an die Franzosen, und zwar von jedem männlichen Stuttgarter Einwohner, eine totale Bekleidung abzuliefern, beginnend vom Hut bis zu den Schuhen. Und alles dazugehörige, also Anzug und Wäsche und Unterwäsche, sodass das eine sehr beachtliche, auch in dieser schwierigen Zeit, wo selbst ja in Familien häufig vieles fehlte, eine schwierige Situation war, das fertig zu bringen. Ich muss Ihnen sagen, ich will das auch rückblickend etwas umschrieben wiedergeben, dass das gar nicht so einfach war und dass ich sozusagen die Schwierigkeiten einer solchen Sammlung auch den Franzosen gegenüber sehr deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Und tatsächlich ging dann die Sammlung so langsam vor sich, dass als die Franzosen am 8. Juli Stuttgart verließen, die Ablieferung dieser gesammelten Gegenstände so gut wie nicht vollzogen war. Es kam dann unserer Bevölkerung hinterher sehr zustatten, dass man diese Sammlung gemacht hatte, allerdings nun für eigene Zwecke. Die Franzosen hatten uns in gewisser Beziehung Vorteile gegeben, die wir bei den Amerikanern nicht mehr hatten. Es ging nämlich darum, dass die Franzosen es durchaus zugelassen hatten, dass in den Stuttgarter Wohnungen, wenn sie selbst einquartiert wurden und waren, die deutschen Bewohner, also unsere Stuttgarter Mitbürger und Mitbürgerinnen, verbleiben konnten. Als die Amerikaner kamen, wurde jedes Haus geräumt, wenn nur ein einziger Amerikaner in dem Haus drin war. 1945. Der neue Oberbürgermeister, den Strölin empfohlen hat und den die Franzosen eingesetzt haben, legt vor den Amerikanern seinen Eid ab. Er wird auch nach Jahrzehnten noch amtieren. Er bringt allmählich die Versorgung wieder in Gang, versteht auf dem schmalen Steg seiner Rechte, die Amerikaner für seine Maßnahmen zu gewinnen und beginnt wohldosiert seine öffentlichen Auftritte. Wie groß war das politische Interesse in der Bevölkerung nach dem Zusammenbruch? Das war eigentlich so gut wie nicht da. Und die ersten Monate waren doch so, dass praktisch außer mir und meinen Mitarbeitern, die sich also mit der Behebung der Not und Notlage befassten, politisch gesehen kaum ein Leben da war. Im Oktober 1945 wird der Länderrat der amerikanischen Zone mit Sitz in Stuttgart errichtet. Karl Geiler, Wilhelm Hoegner und Reinhold Meyer, die Ministerpräsidenten, haben für überregionale Koordination zu sorgen. Viele hervorragende Kräfte Deutschlands, darunter zahlreiche Schwaben, lernen und lehren jetzt Demokratie. Ihr politischer Spielraum ist begrenzt. Zu groß ist die Angst der Sieger vor einer neuen deutschen Gefahr.
Aber die westlichen Alliierten geraten mehr und mehr in Konflikt mit den Sowjets. Der Kalte Krieg hat begonnen. Am 6. September 1946 erlebt das heilgebliebene Stuttgarter Opernhaus eine historische Stunde. Der amerikanische Außenminister Burns macht den Deutschen Hoffnung auf eine Aussöhnung. Ein Umschwung bahnt sich an. The American people want peace. They have long since ceased to talk of a hard or a soft peace for Germany. Das amerikanische Volk will Frieden. Schon lange hat es aufgehört, darüber zu reden, ob es ein sanfter oder ein harter Frieden für Deutschland sein soll. Darum ist es nie gegangen. Was wir wollen, ist ein haltbarer Frieden. Die Vereinigten Staaten sind bereit, die Potsdamer Beschlüsse über die Demilitarisierung und die Reparationen vollständig auszuführen. Die Ausführung des Potsdamer Abkommens ist jedoch durch das Versagen des Alliierten Kontrollrates verhindert worden, der die notwendigen Schritte zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands nicht unternommen hat. Bisher hat nur die britische Regierung dem wirtschaftlichen Zusammenschluss zugestimmt. Wir begrüßen ihre Mitarbeit sehr. Selbstverständlich soll diese Politik der Vereinigung die derzeit ablehnenden Regierungen nicht ausschließen. Der Beitritt wird ihnen freigestellt, wann immer sie wollen. This policy of unification is not intended to exclude the governments not now willing to join. The unification will be open to them at any time they do wish to join. Kurz danach entsteht die B-Zone. Heute weiß man, von dieser Burns-Rede am Sitz des Länderrats der US-Zone führt ein gerader Weg zur Gründung der Bundesrepublik. Und man wird jene Zeit nicht vergessen dürfen. 1945 war keine Stunde Null, wie jene Zäsur ohne Beispiel oft genannt wird. 1945 war Ende und Anfang, Katastrophe und Chance, Enttäuschung und Hoffnung. Aber 1945 war und ist eingefügt in die Kontinuität deutscher und europäischer Geschichte.